Panzer 4 verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127-124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Verbindung mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Kapitel 1, ein Notruf. Hallo und recht herzlich willkommen zu The Evil Within. Ich bin Ibra von MoltenPixel.tv und ich habe Angst. Zumindest werde ich sie wahrscheinlich haben, denn in diesem Horrorschocker geht es um blanke Gewalt, viel Blut. Und ja, auch wenn jetzt davon nicht zu viel zu sehen ist, haben wir jetzt zum ersten Mal die Kontrolle über Sebastian Castellano, den Titelhelden dieses Spiels. Und ja, wir sind auch schon an unserem Zielort angekommen. Ich stelle auch gerade direkt schon fest, diese etwas gewaltigen schwarzen Balken werde ich wohl entfernen. Im Laufe des Tages heute habe ich natürlich auch davon gelesen, dass man sie mit einer Debug-Konsole entfernen kann. Werde ich wahrscheinlich bis zum nächsten Part machen. Jetzt möchte ich euch aber natürlich nicht mit irgendwelchen Code-Sachen belästigen, sondern wir wollen unserem Albtraum beitreten. Dazu folgen wir einfach mal unseren beiden Kollegen. Eben schon ein sehr mysteriöses Geräusch, was in der Funkanlage zu hören war. Wir schauen mal, ob wir direkt schon in dieses Haus eintreten können. Wie wir schon gehört haben, es handelt sich um eine Anstalt. Und scheinbar stinkt's hier wie sonst was. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. So, wir sehen schon eine ganze Menge Tote. Noch nicht mal 4 Minuten gespielt. Und schon werden wir hier mit ziemlich vielen Leichen konfrontiert. Was ist hier denn passiert in dieser Eingangshalle? Ziemliches Gemetzel. Oh, ich dachte kurz, dem geht's ganz gut. Da habe ich mich aber wohl geirrt. Ihn hat's gleich gegen die Wand gepustet. Sieht ein bisschen aus wie der Gehilfe von Batman, beziehungsweise der Butler, Alfred. Schauen wir uns mal hier um. Kommen wir gleich in den Überwachungsraum. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvikus. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ja,
Okay, so, hier haben wir also eine komplette Überwachungszentrale. Schön in klassischer Manier natürlich einige ausgefallen, einige leicht verpixelt. Scheinbar immer noch Kämpfe in der Anstalt. Oh, und wen haben wir denn da? Okay, der wurde gerade wieder raufgebeamt. Und er steht auch direkt hinter uns. Oh je. Okay. Ziemlich unliebsamer Zeitgenosse. Dicke Narbe im Gesicht verheißt wohl nichts Gutes. Und schon finden wir uns, ich nehme an, kopfüber. In Gegenwart einer Ratte. In einer Art Kellergewölbe sind wir. Irgendwer da? Hallo? Oh, okay, es ist auf jeden Fall einer da. Der hat auch schon bessere Laune. Können wir uns bewegen? Nur ein bisschen. Er hackt dann irgendwas rum, da sind wir wahrscheinlich die Nächsten. Die Machete da vorne blinkt. Können wir sie greifen? Noch nicht, ne? Können nach oben zwar gucken, das bringt uns aber auch nicht allzu viel. So, da schleppt da irgendwie die Hälfte von irgend so einem Typ weg. Schwingen wir uns mal rüber, dass wir an diese Machete rankommen. Ah, fast nochmal. Ja. Wir fallen in unsere eigene Blutlache. Sieht echt aus wie das Schlachthaus dieses Hauses. Ich nehme zumindest mal an, dass wir mitten in die Anstalt geschleppt wurden. So, jetzt schön vorsichtig. Wir müssen versuchen, an diesem Typ vorbeizukommen. Ah, schleichen. Wow. Wo will der Typ hin? Oh, wir können hier irgendwas nehmen. Ein Stück Darm? Ah nein, Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Okay. Und ich sehe auch gerade, der kommt zurück. Da gehen wir doch lieber mal direkt in Deckung. Und er hat mich entdeckt. Nicht so gut. Oha. Jau. Und er schlägt mir, glaube ich, direkt den Arm ab. So sah es zumindest gerade aus. Jupp. Das war es dann für uns das erste Mal. Oh Mann, oh Mann. Okay, ziemlich fieser Typ. Wir müssen also die Gelegenheit nutzen und uns direkt an ihm vorbeischleichen, wenn er den Raum verlässt. Na, hörst du auf zu hacken? Meine Güte, ich kann mir nicht vorstellen, wie es hier in diesem Raum stinken muss. So, schön die Schlüssel wieder an uns nehmen. Ja, alles klar, haben wir verstanden. Und jetzt hier durch. Er hat mich ja schon wieder entdeckt. Verdammt. Irgendwie müssen wir an ihm vorbeikommen. Ich weiß nur noch nicht so ganz wie. Ich stelle mich wahrscheinlich auch direkt wieder blöder an, als es eigentlich ist. Wahrscheinlich ist da irgendwo eine Tür, die direkt aus diesem Verlies hier rausführt. Schauen wir doch einfach mal. Hier, ne? Ist wohl schon richtig, dass wir diesem Kollegen hier folgen sollen. Das gibt's doch gar nicht. Verdammt.
Wo geht's denn hier raus? Es kann auch sein, dass ich mir jetzt einfach die Schlüssel kralle und ziehe mich dann nochmal zurück. Probieren wir es einfach mal so. Ah, da links ist, glaube ich, eine Tür. Die wird es wohl sein. So, komm, verschwinde hier aus dem Raum. Dieser Typ. Zack, so. Jetzt, wenn er weg ist, schnell wieder weg hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Zack. Ja, natürlich ist es eine Tür, die extrem knarzt. So, gehen wir mal langsam die Treppe hoch. Ah, jetzt sind wir hier überhalb des Schlachthauses. Ich glaube, wir haben den Alarm ausgelöst. Oh oh. Der Typ ist mit einer Kettensäge hinter uns her. Au, mau, mau, mau. Beine in die Hand nehmen. Laufen, laufen, laufen. Geh schon auf, Tür. Boah, und er hat uns getroffen. Was macht er jetzt? Er macht den Raum dicht. Und da kommen lauter Sägeblätter auf uns zu. Boah, humpeln rüber, humpeln rüber. Wow. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Rutsche. Wir haben die Kontrolle. Boah. Und wir landen in einem Becken voll mit Blut und Leichenteilen. Das ist eklig. So. Ja, ja, ein paar haben hier zwar einen Schwimmausflug gemacht. Allerdings kriegen sie nicht mehr allzu viel davon mit. So, wir lagen in einem Becken voll mit Blut. Das Hemd bleibt weiß. Per Woll hält, was es verspricht. So, mit einer ziemlich üblen Verletzung und nach dem Blutbad wahrscheinlich auch diversen Infektionen humpeln wir uns jetzt mal hier rüber zu dieser Tür. Alles extrem dunkel gehalten. Wir wissen auch immer noch gar nicht, wo genau wir uns befinden. So, und dann geht's gleich in die nächste Kloake. So, hier können wir hochklettern. So ein Verband und eine Familienpackung Morphium wäre jetzt nett. Hier drüben ist nochmal eine Tür. Finden wir hier irgendwas? Hier ist gar nichts. Gehen wir mal weiter. Wo geht's hier raus? Was haben wir denn hier? Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Gezeichnet R, wer auch immer R ist, finden wir vielleicht noch raus. R ist wahrscheinlich R hier. Könnte zumindest sein. So, da ist alles verschlossen. Wir schauen mal hier, was hinter dieser Tür zu holen ist. Gar nichts. Können wir gar nichts machen. Ja, jede Menge Stacheldraht vor den Türen. Hier wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Genau.
Aber hier ist noch eine offene Tür. Wird diese Schränke öffnen? Nein. Aber mit unserer Beinverletzung werden wir wenigstens noch mit einer Leiter belohnt. Mit so einer Verletzung am Bein hätte ich jetzt persönlich schon keinen Bock mehr und hätte in der Kanalisation gewartet, bis es verheilt ist. So, langsam fängt es an zu zwicken. Hier haben wir das nächste Dokument. 13 Uhr, Systemtest beginnt. 13.15 Uhr, Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr, Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. Ah, STEM-System. Was auch immer das ist, finden wir vielleicht noch raus. 13.45 Uhr, Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr, dieser Mann ist aufgetaucht. Okay, dieser Mann könnte vielleicht dieser mysteriöse Narbenbengel sein, auf den wir eben getroffen sind. Und ja, jetzt haben wir hier zwei Generatoren, beziehungsweise ein Generator und ja, einfach nur einen Schalter. Ob wir den Feueralarm auslösen oder auf den großen roten Knopf drücken, das finden wir im nächsten Part raus. Es geht mit Sicherheit spannend und wahrscheinlich auch sehr gruselig weiter in The Evil Within. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.